Letztes Mal. Es ist nur eine Woche her. Und trotzdem versuche ich mich gerade dran zu erinnern, was wir alles gemacht haben. Ist schon irgendwie... Ich habe schon Lücken. 15 Scavs. Die Bronze Watch holen. Wir haben den Key. Wir haben den Key. Gas Analyzer finden. Steerup ist nicht so wichtig. Wichtig? Oh Gott. Exorzisten machen ist auch auf Customs. Ich glaube, wir gehen auf Customs. Also macht irgendwie am meisten Sinn. Wir haben alles auf Customs. Problem ist, es ist Freitagabend. Die ganzen Normalos spielen aktuell. Also heißt, Customs wird... Ich glaube, Customs wird sehr, sehr wild. Aktuell. Ich glaube, aktuell ist sehr schwer vorherzusagen, was auf Customs passiert heute. Wochenende ist immer so unvorhersehbar. Unter der Woche weiß man relativ klar, wie die Leute sich bewegen. Am Wochenende ist sehr, sehr schwierig. Es war ja pures Chaos. Ist crazy. Aber ey, machen wir mit der Mission weiter. Wir haben guten Stash, falls irgendwas schief geht. Also, ja, das können wir immer auf Customs oder auf Factory oder auf Woods, wenn wir was brauchen. Also, let's go. Das ist irgendwie nicht so gut, der Spawn. Ich muss nicht mehr in Dorms rein, ne? Nö. Ich brauch Dorms nicht. Ich würde sagen, machen wir einen kurzen Raid. Ich gucke in die Stashes. Dann versuche ich, die Leute, die Baustelle kommen, so zu umlaufen und ihren Rücken zu fallen. Weil vom Timing her müssen die genau auf Baustelle sein, wenn ich beim Panzer rauskomme. Dann hoffe ich, dass ich die Bronze Watch nehmen kann und durch einen Panzer-Exit einfach abhauen kann. Das wäre so der Idealfall. Mal schauen. Ding. Oh nein, da ist Dick. Ja. Ich sehe ihn halt gar nicht. Tonight, holy shit. Aber er ist immer noch da drüben. Boah, das ist sehr gut, wenn er da hingeht. Ah, shit. Haben nicht realisiert, dass sie zu zweit sind. Schade, dass ich zwei habe, die rushen, aber nicht Dorms, sondern Stashes. Das meinte ich eben mit Wochenende. Ey, guck mal, guck dir das an. Like, Top Ammo, My AP und gehen nicht Dorms, sondern rushen Stashes. Das siehst du unter der Woche einfach nicht, das siehst du nur am Wochenende. Scheiße, das kostet mich 11.000 Rubel. Dann, aber Rüstung, ich habe eine einzige Rüstung. Das hat das brutal in der Hardcore-Reihe, ne? Ja, du hast halt einen schlechten Raid und das kickt dich so weit nach unten. War ein Duffelbag. Auch Heal. Ich habe gerade so viel Heal verloren. So viel habe ich nicht mehr. Das ist halt das Böse an der Hardcore-Challenge. Also du stirbst einfach einmal und es wirft dich so weit zurück. Ja gut, dann probieren wir das so nochmal. Viel mehr können wir nicht machen. Ansonsten muss ich dann wieder Factory gehen und mir neues Gear spielen. Weil das Wetter ist gut aktuell. Okay, der Spawn ist nicht schlecht. Ich glaube, wir müssen es ein bisschen ruhiger angehen. Ich muss echt chillen am Anfang. Wir haben aber nicht das Gear für größere Fights. Vorhin war halt leider auch das Positioning ziemlich scheiße. An einem Container, die hatten mich halt komplett pinnt da. Keine Deckungsmöglichkeiten, nirgends, wo ich abhauen kann. Ah, es war halt super unglücklich. Und nicht viel, was ich hätte machen können.
Der hat eine Geselle. Und ich schieße die gerade komplett kaputt, weil ich kein Aim habe. Hätte aufwärmen sollen. Wait. Seit wann gehen Scavs in den Exit rein? Sind wir gerade in der Runde umeinander drum? Ja, die habe ich souverän kaputt geschossen. Ach, ärgerlich. Die wäre super wertvoll gewesen, aber die habe ich wie ein Meister kaputt geschossen. Wobei ich öfter den Eindruck hatte, ich habe ihm auf den Nacken gezielt, aber vielleicht sollte ich ein bisschen höher nullen. 7 mm nehmen wir nicht so viel mit, die ist schwer. Das passt leider nicht rein. Die arme Gisela. Mitnehmen und reparieren. Ich meine, ja, wäre eine Idee. Aber die ist sau schwer. Und die repariert sich echt scheiße. Nee. Ich habe zu wenig Geld. Die zu reparieren, komplett nochmal, kostet mich... Ah, Mann, ich bin bei der Tastatur angekommen mit der Maus. Also die vollständig zu reparieren kostet mich, glaube ich, etwa 80.000. Keramik. Und fällt dann auf 50 Punkte vielleicht. Also die Rüstung ist dann echt hinüber. Also ich zahle sehr viel Geld. Kriege eine sehr bescheidene Rüstung raus. Ah, das lohnt sich nicht. FMJ. Echt kacke. Müssen wir Besseres finden. Das ist krass in der Hardcore-Challenge, finde ich. Like, Headsets werden so unglaublich wertvoll. Headsets ist so mitunter das Wertvollste, was du in der Hardcore-Challenge haben kannst. Die sind so unfassbar viel wert. War der Factory Key? Nö. Ja, ich will eigentlich auch gar nicht zu sehr looten. Das Problem mit viel, also am Anfang viel looten hat einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ganz klar. Viele Leute sterben in der Zeit, die Map wird ruhiger. Weniger Risiko zu sterben. Der Nachteil, wenn du stirbst, ärgerst du dich des Todes, weil du voll gelootet stirbst. Also wenn du mit einem leeren Rucksack stirbst, dann ach, whatever. Halb so wild. Aber mit einem vollen Rucksack sterben, das sagt einfach zehnfach. Oh. Also wir haben vorhin was Vollautomatisches gehört hier drauf. Da ist er. Den da. Okay, das ist super. Das ist super. Oh, das ist weniger gut. Ah, der schießt auf den Scav. Wir dodgen den gerade. Wir dodgen den gerade perfekt. Der war gerade da. Hat uns hoffentlich nicht gesehen. Und sind da gerade perfekt durchgeschlüpft. Ja, da sind noch mehr Sorgenkinder. Ja, auf Gas Station. Ja, ich habe halt FMJ-Kugeln, ne? Ist halt kompletter Schrott. Also ich würde sagen, fighten ist nicht wirklich eine Option. Ja, die Granate kannst du behalten. Das sah so lustig aus, wie die Nate einfach auf der Stelle einfach zu Boden fällt. Der Typ so, Wanazuka. Also ich muss oben lang. Wir haben zwei Teams. Eins hat Gas Station, eins hier hinten. In Gas Station fighten noch. Das müsste mir ein Opening geben, um hier durchzukommen. Ja, perfekt. Bloß es lenkt alles ein bisschen ab vom oberen Teil der Map. Pompom ist wichtig, guter Trade. Sau guter Trade. Ich habe vergessen welcher, aber ich weiß, dass er gut ist.
würde ganz gern noch kurz unten gucken wegen Heal. Ich mach aber den Schalter an, damit die raus können bei Gas Station. Wenn die Jungs raus können, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie auch rausgehen. Ich möchte die nicht hier haben. Ich möchte, dass die gehen. Nee, jetzt her. Das ist so mies. In einem Hardcore-Run, ein CMS brauchst du gar nicht erst aufheben. Ein CMS ist das nutzloseste Item, was es gibt in einem Hardcore-Run. Weil du kannst es nicht in deinen Pouch machen. Du wirst es immer verlieren. Yes, 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 Gabby. Wow! Ich war mir zu 100% sicher, dass ich seinen Kopf getroffen habe. Scheiße. Ah, jetzt brauche ich das CMS. Shit. Meint ihr, das war so eine Karma-Schelle, weil ich das nicht gewürdigt habe? So, jetzt benutzen wir aber das AI-Kit, dass mein K-Kit länger lebt. Weil das ist wertvoll. Moin! So, dann Richtung Exit. Vielleicht können wir auch die Bronze Watch mitnehmen. Aber nicht, dass wir Ice Cream Cones machen können. Das ist auch so etwas Tückisches. Der Charakter macht keinen Lärm auf meinem Screen, ne? Kein Schrei, gar nichts. Aber er hat gerade übelst laut geschrien, als ich da durch den Stacheldraht bin. Also wenn jemand in der Nähe war, das hat er definitiv gehört. Aber wir wissen es nicht. Weil der Charakter bei uns keinen Sau macht. Das ist übelst tückisch. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ich glaube nicht. Brauchen wir auch ein bisschen Glück, dass hier keiner ist. Meine Wahrscheinlichkeit ist hoch. 20 Minuten sind vergangen. Aber es ist halt nie ganz null, ne? Muss aber ehrlich sagen, das ist ein kleiner Rucksack. Oh. Einen kleinen Rucksack habe ich dabei, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass ich in der Lage sein würde, irgendein Scav zu erschießen in größeren Art. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, bisher ist mir das nicht gelungen. So, wir müssen jetzt aber noch zum LKW. Und der Key hat nur eine Charge. Scheiße, jetzt sterben wir. Ultra kacke. Ich mag es irgendwie nicht, dass die immer rennen, sobald man auf sie aimt aktuell. I don't like these. Ich muss das erst klären. Ich höre Steps. Der Baba, der ist draußen. Aber ich hab bald ist mein Mac leer. Komm schon. Danke. Okay, da hinten. Auch Deckung. Dass ich aber auch ums Verrecken den Typen irgendwie nicht am Kopf erwische. Der hat auch so einen kleinen Rucksack, ne? Oh. Aber er ist größer als meiner.
Aber die Seiger ist halt Schrott. Oh, das Rig möchte ich mitnehmen und das Mac auch. Müssen gucken, ob ich das Rig irgendwie reinkriege. Und FMJ. Okay, das kommt alles mit. Boah, das kann ich nicht. Ich muss das Headset hier lassen. Ja, geil. Muss sein. Rig ist wichtiger. So leid es mir tut. Ah, das sagt jetzt ein bisschen. Ich hätte das Headset echt gerne. Aber ich krieg's nicht mit. Jetzt müssen wir nur noch den Exit überleben. Eben ist sehr unwahrscheinlich, dass da noch Spieler sind. Like, ist es nicht null? Aber unwahrscheinlich. Ich würde sagen, wir poppen Painkiller. Das war scheiße für die Hydration. Aber wenn es die Chance erhöht, dass wir hier lebendig rauskommen, dann auf jeden Fall. Genieße. Hinter der Wand ist noch etwas, aber wir finden jetzt nicht raus, was es ist. Okay, nur Müll. Gut, gehen wir raus. Guter Raid. Guter Raid. Schön, schön, schöner Raid. Damit Level 11. Ja, aber guck mal, was positiv war. Dadurch, dass wir vorhin gestorben sind, hat es ein bisschen mehr Platz gegeben im Stash. Also. Snickers. Und Wasser. Perfekt. Oh, ich habe keinen Platz. Uhr abgeben. Oh, ist da? Ihr seid mein Gehirn. Imagine, ich hätte das vergessen. Perfekt, Brapo. Jetzt könnten wir auf Woods gehen oder Delivery from the Past. Lieblingsmission von so vielen Leuten. Den Key können wir traden. Bei Therapist. Und zwar für... Alles Dinge, die wir nicht haben. Ja! Schön! Schön, schön, schön. Runde 2, restliche Mission, let's go. So, also, nächster Run. Mit neuer Kleidung. Weil es hier drinnen kalt ist. Weil meine Heizung nicht geht. Also sie geht schon, aber... auf 10% Leistung gefühlt. Ich habe hier drin irgendwie 17 Grad. Schade. Er ist gut angefragt. Er wird nicht offensiv spielen jetzt. Er wird jetzt defensiv spielen, demnach habe ich ein Opening. Aber wenn er gegen oben kann ich mit meiner scheiß Knifte nichts machen. Ich habe eine 80 Durability SKS. Er hat eine Ump und eine Sniper. Da... das gewinne ich nicht den Fight. Die ersten Taps waren nicht schlecht, aber hat leider nicht gereicht. Also, ja. Chance gehabt und vertan. So, was ich mich frage. 30 Minuten? Ich bräuchte einen anderen Key. Aber saugefährlich, jetzt dahin zu gehen.
Ich muss sagen, ein bisschen unangenehm hier zu sein. Bei 30 Minuten, die ersten Rusher von da könnten halt jetzt vorbeikommen. Gott sei Dank hat niemand den Key genommen. Das hätte so ein bisschen gesackt. Aber erst die Frage, welche Route nehmen wir? Ich glaube, ich nehme die Route Gas Station. Vertraue einfach darauf, dass die, die da waren, vorbei sind. Weil offen ist. Und das offen ist hier, sind sie entweder hier gespawnt und auch Richtung Gas Station weitergezogen, was gut wäre für mich. Oder sie sind auf der anderen Seite gespawnt bei Gas Station und sind hier schon raus. Beides optimal. Snake, danke für 9 Monate. Ich würde gerne ungern sterben. Das ist eine von 2 Rüstungen, die ich habe. Ohne die hier habe ich halt dann auch noch den Trail mit der Presseweste und das war's dann. Und Headsets habe ich auch nicht viele. 2 noch. Das ist ein bisschen das Problem. Auf Hardcore, du hast halt, du hast nichts, was dich auffängt. Du failst halt wieder komplett an Anfang, wenn es blöde läuft. Auf einem normalen Account, ja, du levelst halt irgendwie dein Scav-Karma, da kannst du mehr Loot mit dem Scav rausholen oder was auch immer. Du hast immer so ein Auffangbecken. Dem Account fällst du halt auf 0, wenn es blöde geht. Okay. Oh mein Gott, der Sniper-Scav lebt noch. Den kann ich nicht töten mit der Gun. Nicht von hier. Dürfte mich aber eigentlich nicht sehen. Es ist weird, dass ich das nicht mitnehme, aber was soll ich damit? Ja, ich muss committen. Okay, ist tot. Scheiße, ich dachte, das wird jetzt ein Fight. Ich will seine Gun und danach gucke ich, ob er einen Mate hat. Aber erst brauche ich seine Gun. Die ist garantiert besser als meine. Yes. Okay. Aber ich glaube nicht, dass er einen Mate hat. Ein Mate hätte mittlerweile eine Granate geschmissen. Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, die Schüsse connecten nicht. Aber guter Mann, warum rennst du ohne eine Rüstung rum? Warum rennst du ohne Rüstung rum? Das hat dich gerade gekillt. Weil meine, die Muni, die ich verwende, die wäre nicht besonders gefährlich gewesen für ihn. Aber ohne Rüstung? Boah, ich brauche alles, was der Mann hat. Oh, ich kann halt alles brauchen. Aber das, was ich gefunden habe, kann ich halt auch brauchen. Okay, wir trennen uns von dem, was nicht essentiell ist. Okay, Thermometer ist nur Geld. Screws, das alles ist cool. Magnet brauche ich nicht. CMS, nicht wichtig. Hä, das brauche ich nicht. Wichtig? FMJ, ich spiele das Kaliber nicht. Okay. Das ist Essen, brauche ich Toothpaste, Hideout. Unglaublich wichtig. Gut, das hier ist nur Money. Jetzt verstehe ich auch, was ich habe. Aim hören. Da ist ein Scaff auf dem Fortress. So. Ich weiß, ich könnte stacken, aber ich möchte ehrlich gesagt hier weg, wenn es geht. Ich möchte weg. Ich fühle mich hier nicht wohl. So, jetzt müssen wir das irgendwie reinkriegen. Ist auch zu viel. Das ist geil zum Craften, aber brauchen wir noch lange nicht. Cordura brauchen wir noch lange nicht. Caps gegen eine Bandage. Let's go. Die Heals sind geil. Das tauschen. Yep, das ist der bessere. Und das brauche ich auch noch für die Mission. Ah ja, die Crackers will ich nicht tauschen. Das Headset. Ich muss das Headset mitnehmen. Das brauche ich nicht zwingend. Ah, das gibt mir nur eine Packer. Brauche ich nicht wirklich. Let's go.
Gott, ist das schwer. Das ist so schwer beim Looten. Wenn du wirklich jedes einzelne Item abwägen musst, brauchst du es oder brauchst du es nicht? Muss ganz kurz die Aggro loswerden. Ja, das ist mir zu heikel. Das ist eine ganz schön heiße Nummer. Die Skeffs sind halt giftig. Weil früher hätte ich gesagt, scheiß drauf, steh einfach da und aim die ab, aber... Okay, den habe ich noch getroffen beim Wegrennen. Gut. Oh, joink. Ah, jetzt hoffe ich halt einfach, dass ein Exit dann näher offen ist. Ich möchte eigentlich nicht über die ganze Map dackeln müssen, wenn es geht. Es wird irgendwie sacken. Ich bin halt unfassbar träge. Das macht es halt unangenehm. So. Wenn auf mich geschossen wird, ist halt schon... Aber ich meine, Dorms ist etwas raus. Wir hatten Late Spawn. Oh, der Rucksack... der Schlüssel natürlich im Rucksack. Ich habe mir gerade den Rucksack gepackt. Reden wir nicht drüber. Wir reden nicht drüber, okay? Hier. Yeah. Wir reden einfach nicht drüber. Das ist nie passiert. Guck mal, ich cutte das einfach hier. Keinem wird es auffallen. Niemand wird es wissen. So, perfekt. So, 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 so. Oh mein Gott. Oh, der sah dick aus. Oh, der sah aus, als hätte er richtig Bock gehabt und fett gelootet, ne? Aber guck ich den noch an, ich bin einfach voll bis zum Anschlag. Aber es schien nicht, als hätte er ein Teammate. Weil welcher Teammate springt denn nicht mit ihm rüber? Aber nicht, dass der ein Teammate hat. Leider ein Bär zählt nicht für meinen Kill, aber hat ein Headset. Ach, eine PPSH, komm. Eine Aale, das hier brauche ich nicht. Das ist cool. Unnötig. 100er Mac, weiß ich nicht, ob ich das will. Ich muss so viel Platz machen, okay. Gib mir noch irgendwas, was ich wegschmeißen kann. Ach komm. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da werden sich wieder Leute beschweren. Aber ich kann mit der Menge an Muni, die ich so finde, im Durchschnittsrate, niemals eine Vector spielen. Aber nie. Wie denn? Oh, das hat er auch. Aber das Headset hätte ich halt gerne. Das M995 drinne. Aber, ganz kurze Optimierung. Na, ich will das Headset. Fuck, ich bin zu lange hier. Ich bin viel zu lange hier. Ich bin viel zu lange hier. Ich will das Headset. Ich will das Headset. Scheiß auf den... Den hier, der ist nicht wichtig. Ich bin viel zu lange hier. Ich bin zu langsam beim Looten. Oh, warte. Den Screw brauche ich. Scheiß auf den Wires. Und natürlich ist der Exit zu. Wäre sonst zu einfach. Ich bin viel zu schwer. Nie. Was wäre, wenn ich das hier wegschmeiße? Regeneriere ich dann wieder beim Laufen? Ja, okay. Ey, die muss weg.
Ich regeneriere keine Ausdauer mehr beim Laufen. Das geht einfach nicht. Die muss weg. Ich spiele jetzt auf, ich werde nicht gesehen. Hier oben ist eine scheiß Posi, wenn ich gesehen werde. Deswegen spiele ich jetzt auf, ich werde nicht gesehen. Er ist sehr, sehr late im Wipe. Late im Raid. Die einzigen, die rumlaufen, sind Scav-Spiele und die sind nicht besonders aufmerksam. Aber nicht, dass ich gespottet werde hier oben. Komm schon. Geil. Imagine, jetzt ein Exit-Camper. Oh mein Gott, das war ein richtig juicy Raid. Damn. Holy shit. Sheesh. 3 PMs. Oh mein Gott. Ich hab den Jungen auf der Brücke gekillt. Scheiße. Ich dachte, der hat überlebt. Shit, das wäre eine schöne Ump gewesen. Ärgerlich. Shit, hätte ich das gewusst? Weil der hatte eine Ump und eine Sniper. Das wäre ein richtig gutes Loadout gewesen. Na gut. Nächste Episode, nächsten Freitag. Schnell editieren kann ich leider nicht. Wenn ihr mehr sehen wollt, Link zum Highlight-Channel unten in der Beschreibung und in den Kommentaren.